Moin Leute, was geht? Hier ist der Toki. Willkommen zurück zu Battlefield 2042 und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute reden wir ein wenig über den Patch 4.0. Der ist ja letzten Dienstag erschienen und der hat endlich mal, ich kann ja wirklich kaum glauben, dass ich das jetzt sage, er hat endlich mal das Spiel verbessert. Ich persönlich habe ja schon fast gar nicht mehr daran geglaubt, dass DICE ein Update veröffentlichen kann, dass das Spiel tatsächlich verbessert. Aber da haben sie mich tatsächlich eines Besseren belehrt, denn dieser Patch ist tatsächlich gut. Man muss es so sagen. Er macht viele Dinge richtig. Er ist nicht perfekt. Er wird das Spiel auch nicht so 100% heilen. Das kann er gar nicht, denn das Spiel braucht vor allen Dingen Content. Das hat er leider noch nicht gebracht, vollkommen klar. Aber zumindest, er baut auf einem soliden Fundament auf. Nämlich, sie versuchen jetzt, das Gameplay schrittweise zu verbessern. Sie versuchen, die Performance zu verbessern, die Bugs rauszunehmen. Und das ist, denke ich, der richtige Ansatz. Ein Hochhaus baust du ja auch nicht von oben auf, sondern du baust es ja von unten auf. Und so muss man sich, denke ich, das jetzt auch momentan bei Battlefield vorstellen. Man merkt bei diesem Patch einfach auch, dass man sich Gedanken gemacht hat. Also, die haben sich echt überlegt, was braucht denn jetzt das Spiel? Ich werde euch das in ein paar Beispielen jetzt mal verinnerlichen. Zum Beispiel, wenn ich mir das Gameplay anschaue. Man hat jetzt die PKP genervt. Die PKP hat jetzt viel mehr Rückstoß als vorher. Das ist an sich vollkommen okay. Die PKP war nämlich zu stark. Ich habe sie selber sehr gerne gespielt. Man sieht sie jetzt ja auch hier hinten im Hintergrund. Wenn ihr euch wundert, warum ich mit dem Teil so abgehe, das liegt einfach daran, dass ich der beste Spieler der Welt bin. Like a boss. Ja, kleiner Spaß, ist natürlich Gameplay, das noch vor dem Patch aufgenommen wurde. Auf jeden Fall hat man etwas gemacht, und das ist bei DICE nicht selbstverständlich, was nachvollziehbar ist. Man hat eine Waffe, die an sich zu stark war, genervt. Und ganz viele dieser kleinen, aber dafür sehr sinnvollen Änderungen findet man in diesem Patch. Zum Beispiel Bolte. Bolte ist viel zu stark. Hat man jetzt endlich mal das Geschütz genervt? Viel zu spät, aber immerhin, man hat es gemacht. Anderes Beispiel. Maximale Anzahl von Fahrzeugen in dem Modi. Zum Beispiel ein Durchbruch. Hat man leicht reduziert. Absolut richtig. Die Fahrzeuge sind stark im Battlefield 2042. Sie sind in jedem Battlefield eigentlich stark. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man die Anzahl ganz genau sich anschaut und auch anfängt, die auf ein richtiges Maß zu balancen. Einzeln gesehen werden diese Änderungen nicht besonders viel wert. Aber dadurch, dass der Patch einfach sehr groß ist und ganz viele dieser Änderungen beinhaltet, macht es wirklich das Spiel durchaus ein Stück gameplay-technisch besser. Dazu ist es ja nicht nur Gameplay gewesen. Bugs fixes ist ja der nächste große Punkt. Der Revive-Bug ist aus meiner Sicht raus. Ich habe viel weniger Probleme jetzt, dass sie mit dem Spawnen. Ich hatte immer so ein bisschen das Problem, dass ich teilweise gespawnt bin und meine Waffe nicht in der Hand hatte oder keine Waffe wechseln konnte oder sowas. Hatte ich seit dem Patch auch nicht. Ich kann nicht sagen, dass das final so sein wird, aber zumindest bis jetzt läuft es gut. Ihr könnt mir gerne eure Eindrücke, sag ich jetzt mal, unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht läuft es bei euch scheiße, das kann ich nicht sagen. Ich kann nur von mir reden. Bei mir ist es, was die Bugs angeht, auf jeden Fall besser geworden. Was ebenfalls besser geworden ist, ist aus meiner Sicht die Steuerung. Ich finde, es spielt sich jetzt direkter. Es hat dieses COD-Feeling mehr. Also COD hat ja immer schon eine sehr gute Steuerung gehabt. Zumindest habe ich das so empfunden. Das Spiel lässt sich sehr direkt spielen. Und das war eigentlich auch immer im Battlefield, aus meiner Sicht früher zumindest, kein Problem. Jetzt in 2042 hatte ich immer so das Gefühl, dass so eine Delay drin ist. Wenn ich da irgendwie so rinnen, links, rechts aime, habe ich immer das Gefühl, scheiße, irgendwie klappt das nicht mehr so smooth, wie das früher geklappt hat. Das ist jetzt weg. Ich finde, die Maus reagiert besser. Generell läuft das Spiel einfach flüssiger, zumindest bei mir. Nächster Punkt, die Optionen. Man kann jetzt endlich die Minikartengröße einstellen, man kann das HUD transparent machen. Okay, Minikartengröße habe ich bisher noch gar nicht selber getestet, aber zumindest steht es, glaube ich, in den Patch Notes. Alles Änderungen, die eigentlich schon seit Release hätten drin sein müssen. Vollkommen klar, wenn die ganzen Kritiker das wieder anmerken, ihr habt zu 100% recht. Aber immerhin sind sie jetzt reingekommen. Dasselbe gilt übrigens auch für den Sprachchat. Hat ewig gedauert, aber er ist jetzt endlich mal drin und er funktioniert auch und das passt jetzt immerhin mal. Es macht wirklich endlich Fortschritte. Natürlich wird noch ein langer Weg zu gehen sein, bevor das Spiel wirklich auf einem guten Niveau ist. Jetzt ist es vielleicht auf einem maximal passablen Niveau, keine Frage. Aber immerhin scheint man sich auf diesen Weg von Seiten von DICE gemacht zu haben. Und ich finde, das ist schon mal eine sehr positive Nachricht und sollte uns als Battlefield-Spieler Hoffnung geben. Denn ich persönlich habe keinen Bock, jetzt 2 Jahre lang zu warten, bevor ich wieder ein neues Battlefield spielen kann. Ich hätte schon eher Lust, nochmal ein verbessertes 2042 zu spielen. Und ich glaube auch, dass 2042 dieses Potenzial dafür hat. Da bin ich ganz sicher. Viele sagen ja, das Spiel ist nicht mehr zu retten. Das glaube ich nicht. Das Spiel
hat Grundfunktionen, die man nicht gut finden muss. Spezialisten zum Beispiel ist ein ganz großer Punkt. Man muss die Spezialisten nicht mögen, keine Frage. Man kann auch DICE dafür kritisieren, warum sie ohne Not diese Klassen, die super funktioniert haben, rausgemacht haben. Aber wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, wenn man sich auch ein bisschen mit den Spezialisten beschäftigt, dann merkt man, dass die gar nicht mal so schlecht funktionieren. Die können auch sehr gut miteinander harmonieren. Natürlich gibt es da Dinge, die einfach nur nervtötend sind, wie zum Beispiel das Boris-Geschütz. Das müssen sie übrigens unbedingt auch mal überarbeiten. Aber es gibt auch Dinge, die wirklich super cool sind. Der Wingsuit zum Beispiel. Oder auch der Enterhaken von McKay ist einfach stark. Selbst Pikes Fähigkeit finde ich irgendwo lustig. Sie ist gar nicht mal so schlecht gebalanced. Spielt man ein bisschen mit Pike. Das macht wirklich Spaß. Rau mit seinem Hacken ist zumindest mal was anderes. Ich finde, dadurch bringt man den Gameplay schon nochmal verschiedene Facetten ein. Also nochmal so ein paar verschiedene Dinge, die es vorher mit den Klassen halt nicht gab. Ich hätte jetzt auch, hätte man mich gefragt, was natürlich keiner macht, mich eher für die Klassen entschieden. Aber ich sage jetzt mal, die Spezialisten sind definitiv nicht das große Problem von 2042. Da hat das Spiel ganz andere Probleme. Und die scheint DICE zumindest erkannt zu haben und auch gewillt zu sein, diese zu beheben. Ob sie es schlussendlich schaffen werden, das werden wir erst in den nächsten Monaten herausfinden. Aber es geht endlich mal voran und ich habe jetzt auch wieder viel mehr Bock auf das Spiel seit diesem Update. Dementsprechend, Leute, wird jetzt auch endlich mal wieder mehr Content auf diesem Kanal erscheinen. Ich war ja nicht komplett inaktiv, aber es gab jetzt nicht so viele Videos in letzter Zeit. Einfach weil ich keinen Bock hatte, das Spiel zu spielen. Und dann ist das halt immer so eine Qual, irgendwie dann sich hinzusetzen und ein Video zu machen. Das hat sich jetzt wieder geändert. Dementsprechend könnt ihr euch darauf einstellen, dass jetzt wieder sehr viele Videos kommen werden. Also Leute, bleibt mir und diesem Kanal treu. Lasst ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Videos verpasst. Und auch gerne einen Like, falls ihr meine Meinung zum Patch 4.0 teilt. Falls ihr meine Meinung nicht teilt und sagt, Battlefield 2042 wird nicht mehr zu retten sein, dann könnt ihr das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten Leute, wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Haltet die Ohren steif und haut rein!